das geflügelte Einhorn. Ich wusste es. Entschuldige, Simo, aber der Froschspeichel muss jetzt echt warten. Aber das geht nicht. Meine Mutter... Aber wir können leider nicht bis morgen warten. Wir müssen jetzt sofort in die Wüste der grantigen Kakteen gehen. Wir werden dir helfen, sobald wir wieder zurück sind. Ich verspreche es. Mhm. Okay, kommt, ich kenne den Weg. Los geht's! Ich wusste, dass wir im Schwarzen Wald sind. Meine Instinkte trügen mich nie. Ich spürte es unter meinen Fingernägeln. Nicht jetzt, Toketo. Aha, die Wüste der grantigen Kakteen also. Was könnten sie dort wollen? Sie würden nirgendwo hingehen, wenn sie nicht dem Glauben verfallen wären. Sie könnten dort ein weiteres Teil dieser Krone finden. Honuskrone! Geh weg, Toketo! Jetzt ist nicht der Zeitpunkt für deine Possen! Geh-ha! Doga! Gemeinsam mit funkelnden Sternen. Ob wir uns weit genug entfernt haben? Kommt schon, von da drüben kann man viel besser sehen. Mo, ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Ich habe doch keine Angst vor ein paar grantigen Kakteen. Meine Güte! Aua! Blöde, grantige, nutzlose Kakteen. In der Natur ist gar nichts nutzlos. Ich wette, von da oben haben wir eine prima Sicht. Kommt schon. Das ist sogar viel besser. Du, Simo, wenn du mit den Sternen tanzen könntest und einen Wunsch hättest, welcher wäre das? Ganz einfach. Ich würde mir wünschen, nicht mehr solch eklige Aufgaben wie Froschbucke sammeln erledigen zu müssen. Und was wäre dein Wunsch? Ich würde mir wünschen, dass wir diesen fiesen Rixel besiegen. Und dass wir ihn aus Zentopia ein für alle Mal verjagen. Mhm.